Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Final Fantasy VIII. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Wir waren jetzt hier drin und haben die blöde Nummer von dem Studenten da rausgesucht. Ich glaube, es war die 26, wenn ich mich recht entsinne. Wir ziehen noch einmal Protoss und dann gehen wir zurück. Ich weiß, hier sind die Brothers. Das habe ich auch in der vorherigen Folge schon erkundschaftet. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie man sie bekommt. Deshalb. Huch. Ging das jetzt? Ich wieder überlegen hier. Steuerung ist teilweise echt Panne mit dem Controller. Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass dort die Brothers sind. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich sie bekomme. Secreto habe ich schon mehr oder weniger besiegt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Alter. Was ist das für ein Zug? Wie fährt denn der? Rechts, links, rechts, links. Ich weiß nicht, wie ich die Brothers gerade bekomme. Mann, ich kann mich nicht aufs Spiel konzentrieren und reden. Das ist voll kompliziert. Und ja. Deswegen habe ich sie jetzt nicht geholt und werde das wann anders nachholen. So wie ich auch das Trainieren irgendwann nachholen werde, wenn keiner zuguckt. Was ist das hier eigentlich? Ach scheiße, jetzt muss ich ja wieder aus dem Auto rauskommen, ne? Nur Mitarbeiter dürfen hier durch. Haut jetzt ab. Okay. Bin ich halt kein Mitarbeiter. Ist in Ordnung. So, nicht rückwärts fahren. Vorwärts. Dankeschön. So, brumm, brumm. Scheiße, hier ist eine Sackgasse. Alter, meine Autofahr... Wieso bin ich jetzt ausgestiegen? Meine Autofahrskills sind echt der Wahnsinn. Treibstoffmangel? Dein Ernst? Sowas gab's? Ich wollte da nur mal ein bisschen rumgucken. Ach nö. Muss ich jetzt die ganze Zeit so vor mich hinkriechen? Muss das? Scheiße. Einmal mit Profis, ne? Wie das immer so ist. Ja, nachdem wir eine spannende Folge in diesem komischen Grab verbracht haben, verbringen wir jetzt eine weitere spannende Folge dabei, extrem langsam zu fahren. Ist doch auch schön. Was ist das hier? Kann ich da reinfahren? Hallo? Ah, das war die Stadt. Eigentlich wollte ich das Auto noch gar nicht zurückbringen. Okay, egal. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Rein theoretisch müsste ich ja in Galvania gehen, oder? Nee, Villa Kawe, ja. Der Bus ist da, du Penner. Ja. Genau, das war sein Test. Ich erinnere mich. Mit B2. 2. Perücke juckt ein wenig. Ich erkläre es jetzt nicht nochmal, dass ich eine Perücke trage. Das habe ich in der letzten Folge schon getan. Sie wünschen die Antwort geben. Sechs. Null. Nee. Wenn man dumm ist. Die Antwort geben. Auf der Einser Stelle. Also die 6. Und die 2, das ist aber auch doof gemacht, ne? Und die 0. Richtig, Sie können da reinkommen. Alles klar. Geile Bude. Balam Galbadia machen gemeinsame Sache mit einem galbadianischen Oberst. Was wird hier gespielt? Unnötig, sich Gedanken zu machen. Ein Seed fragt niemals, warum. Er ist so cool. Der Vertrag mit euch, der gilt doch noch. Was ist denn jetzt schon wieder? Bitte lasst mich nicht alleine zurück. Wie sieht euer Plan denn aus? Will sie wieder herumnörgeln? Du weißt, wie man Befehle erteilt. Tu, was du nicht lassen kannst. Okay, dann. Entschuldigung. Okay, dann erklär mir alles. Ich erkläre dir jetzt gar nichts. Wir gehen da jetzt rein.
Irwin hat super Manieren. Hier, nimm mal die Füße vom Tisch, du Penner. Puh. Ich wollte mit dem hier reden. Dem kann ich aber... Ah, muss ich hier rumlaufen. Irwin. Irwin, kannst du dich bitte... Entschuldige mal, ich... Oh Gott, ich hänge fest. Irwin. Irwin, kannst du bitte... Der will nicht mit mir reden. Ich x dem hier eine an die Backe und der redet nicht mit mir. Was ist da los? So ein Scheiß. Wie lange sollen wir noch warten? Das kann ich dir nicht sagen. Hä? Wieso geht denn das Level jetzt noch weiter runter? Ich war doch schon... Ich war Level 5. Mann, was denkt er sich dabei? Ich werde mal Radau machen. Wartet mal hier. Ja, wir haben ja eh nichts anderes zu tun. Ach ja, übrigens bin ich hier zu Hause. Also keine Sorge. Du machst doch jetzt keinen Ärger. Was soll das denn nun wieder heißen? Wo ist Renoa? Sie ist nicht dafür trainiert. Sie fällt euch womöglich zur Last. Es ist zum Nutzen aller Beteiligten, dass sie an der Mission nicht teilnimmt. Ja, ich glaube, ich behindere Selfie. Sind Sie vielleicht der Vater von Renoa? Es ist zwar eine Weile her, seitdem sie mich so genannt hat. Der Vater, ein hohes Tier beim Militär, die Tochter in der Widerstandsbewegung? Das kann doch nicht gut gehen. Richtig, das sehe ich ebenfalls so. Aber das ist Familienangelegenheit. Das geht euch eigentlich nichts an. Das glaube ich eben nicht. Meine persönlichen Probleme sind verglichen zu dem, was auf uns zukommen wird, winzig. Für uns sind Befehle vom Garden und von Renoa gleichermaßen wichtig. Wenn der Auftrag erledigt ist, werden wir ihr weiterhin als Söldner dienen. Wir mischen uns nicht ein, nur behindern sie unsere Arbeit nicht. Was ist, wenn ich es doch tue? Mann, was für eine Frage. Eines vorweg, wir sind Seeds. Wir machen alles auf unsere Weise. Hey, hey, ich will ja nicht stören. Was ist mit unserer Mission? Wollen wir nicht besser darüber reden? Erst einmal Waffenfriede, okay? Ich werde den Plan erläutern. Und gehe dafür aus dem Raum. Okay. Ja, dann stecken wir halt wieder Quistes ein. Ihr wisst, dass die galbadianische Regierung einen Pakt mit der Hexe geschlossen hat? Das war eine Frage. Zu ihren Ehren wird eine große Parade abgehalten. Und wir werden versuchen, sie umzunieten. Die Zeremonie findet im Präsidentenpalast statt. Während der Zeremonie werdet ihr euch in zwei Gruppen aufteilen. Das Triumphbogenteam dringt in den Triumphbogen ein und wartet. Das Schützenteam hält vor dem Palast die Stellung, bis die Zeremonie vorüber ist. Alles klar, lauf schneller. Genau hier an dieser Stelle, wo ich stehe, geht das Schützenteam in Position. Das Schützenteam und das Triumphbogenteam, 5 Leute, aufgeteilt in 2 Teams. Ja, habe ich verstanden. Bin nicht doof. Das ist der Präsidentenpalast. Nach der Zeremonie startet von hier aus die Parade. Dann wird dieses Tor geöffnet. Geöffnet. Bis dahin solltet ihr euch ruhig verhalten. Bei Zwischenfällen wird die Parade gestoppt. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Ist das Tor zu, kommt das Schützenteam an die Reihe. Da die Menschen auf die Parade schauen werden, wird es relativ einfach sein. Das Schützenteam muss schnell handeln. Das Ziel, die Terrasse am Palast. Im Vorzimmer, auf dem Flurboden, muss irgendwo eine Falltür sein.
Da steht eine kitschige Spieluhr. Das Schützengewehr ist dort versteckt. Eindringen und bis 20 Uhr warten. Die Hexe wird aus diesem Tor in einem Auto losfahren. Der Wagen wird am Tor nach links abbiegen. Da lang. So ungefähr. Wird es sich fortbewegen? Ja, das habe ich doch eben schon vorgemacht. Also. Die Kolonne wird danach auf der Kreisstraße einmal um die Stadt fahren und wieder an diesen Platz zurückkehren. Aus dieser Richtung wird also die Kolonne wieder erscheinen. Danach biegt die Kolonne nach rechts ab und fährt hier weiter. Jetzt zum Triumphbogen-Team. Um Punkt 20 Uhr passiert die Hexe den Triumphbogen. Genau in diesem Augenblick wird das Triumphbogen-Team das Tor herablassen. Die Hexe sitzt somit in der Falle. Ja, das wird auch keinem auffallen. Um 20 Uhr steigt die Spielzeuguhr, in der das Schützenteam sich versteckt hält, empor. Zwischen dem Schützenteam, wenn ich noch einmal Schützenteam sagen muss. Zwischen dem Schützenteam und der Hexe wird es kein Hindernis mehr geben. Das ist dann die Chance. Peng! So sieht unser Plan aus. Wir müssen jetzt nur abwarten. Schaut euch in der Stadt um. Natürlich könnt ihr aber auch hier bleiben. Aber mach keinen Ärger. Was glaubt er, wen er vor sich hat? Wir sind nicht so wie seine Tochter. Wir sind Seeds. Natürlich, hatte ich vergessen. Ihr habt freien Ausgang, ihr könnt euch in der Stadt umsehen. Wenn ihr bereit seid, kommt in meine Villa. Die Mission beginnt nach der Abschlussbesprechung. Scheißegal, welche Uhrzeit ist. Sobald wir die Abschlussbesprechung haben, beginnt die Mission. Boah, ein unsichtbarer Bus. Guck mal, ich kann einsteigen, ohne dass ich einsteige. Hallo. Bus. Nehme ich mit. Mann, ich bin voll der Geist. Krass. Mir juckt die Rübe von der Perücke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man... Schon wieder durch den Bus gelaufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man hier noch irgendwas Spektakuläres machen kann. Jetzt so bevor, aber ich würde einfach irgendwie gerne die Story weitermachen, glaube ich. Hä? Und wird das hier unscharf? Blub. Ach ja, weil er das Ding da vorne scharf machen will. Okay. Fancy. Ist doch eigentlich keine Strecke, die man mit dem Bus fahren muss, ne? Ist nur so für ganz Faule. Wo geht's denn hier lang? Da ist ein Drawpunkt. Blitzra. Geil. Ja, ist ja okay. Ach, dann bin ich wieder hier. Na gut, gehen wir wieder zurück. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Hallo? Oh. Ah, das ist manchmal so hakelig, das ist unfassbar. Wir speichern hier einmal kurz zwischen, falls es Probleme geben sollte. Man weiß ja nie. Und ich muss mal ganz kurz hier mal rumkoppeln. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich die mitnehmen kann, die ich mitnehmen möchte. Koppeln, Irwin. Koppeln, Guardian Forces, Ifrit. Strick. Aber da brauche ich ja sowas auch, glaube ich, gar nicht so krass, ne? Ich weiß nicht, ob man gegen Soldaten kämpfen musste oder ob man... Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt zur Teamaufteilung. Das Schützenteam besteht aus dem Scharfschützen und dem Anführer. Der Anführer hat das Kommando. Das Kommando. Falls etwas schief geht und die Mission nicht nach Plan läuft oder der Scharfschütze daneben trifft,
übernimmt der Anführer das Kommando und verwickelt die Hexe in einen Kampf. Wir müssen uns bedeckt halten, deswegen muss der Plan perfekt sein. Das Hauptziel ist die Beseitigung der Hexe. Wir müssen unser Ziel um jeden Preis erreichen. Sogar dann, wenn meine oder eure Tarnung auffliegt. Wer ist der Anführer? Ich. Den Rest entscheidest du. Das Schützenteam ist okay. Ich und Irving Kinias werden als Schützenteam vorgehen. Das Rimpfbogenteam besteht aus... Ei, ei, verstanden. Klare Sache. Wer führt das Triumphbogenteam an? Sorry, Xel. Quistis, Quistis Trepp. Okay, überlass das nur mir. Gut, die Mission beginnt. Yay, Spielquistes. Hey! Ich bin entkommen. Hat er was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, Renoa, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet! Schaut mal! Das ist ein Odyn-Reif. Ich hab's in seinem Zimmer gefunden. Odyn? Wofür soll das gut sein? Soll Hexenmagie eindämmen. Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll der ist, aber er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odyn ist, muss es sehr wirkungsvoll sein. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell, gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Wer? Wann? Und wie? Darüber wollte ich ja mit euch sprechen. Wir haben keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes, als von zu Hause wegzurennen. Es ist todernste Sache. Ich meine es ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich habe doch auch einen Plan. No. Meine kleine Renoa. Oh, ich lese nicht vor, Entschuldigung. Ein Kampf ist doch nicht nötig. Ich werde das Schiff schon schaukeln. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.